Kilometer circa Luftlinie. Also ich könnte ja überlegen, wenn man das mit dem Auto fahren wollte, dann wäre das wohl circa 5000 oder 6000 Kilometer. Ich weiß es nicht. Also es ist wirklich unfassbar. Wenn wir ihn jetzt da haben, können wir ihn ja fragen. Obwohl ich schon gehört habe, dass er Englisch spricht nur. Aber das kriegen wir alles hin. Philipp, ich würde sagen, dir verbliebt die Ehre, den Namen zu verkünden, beziehungsweise, achso, er versteht ja nur Englisch, hat er wahrscheinlich bis jetzt noch nicht verstanden. Natürlich ist die Frage, ob ich ihn richtig lesen kann. Versuch's einfach mal. Nator Arme. Ist er hier? Es könnte auch Parkour heißen, aber bin ich nicht ganz sicher. Speak English. Is here anyone? Has the name Nator Arme? Is here anyone who comes from Israel and has the name Nator Arme? Is here anyone who has the name? Anyone who only understands me right now because I'm speaking English? Anyone here? Wo Dominik zieht, wollen wir erstmal erfahren. Was sind seine Hobbys? Was macht er in seiner Freizeit? Ich glaube, das ist ein Haus, wo ihr das wissen, oder? Okay, gut. Du hast schon so fleißig und hast schon gezogen. Und wir sagen, wir fangen an mit Platz. Willst du wirklich schon anfangen? Ja. Mit Platz 3 fangen wir an. Mit Platz 3? Mit Platz 3. Und Philipp? Ich wollte euch eigentlich auch eine Geschichte erzählen. Also damals, ja genau, Philipp, die eine Geschichte als Kind, als du die Schokolade gegessen hast und die in dein Gesicht geschmolzen ist. Also Philipp, Platz Nummer 3, Dominik hat schon gezogen. Ich bin gespannt, ob er eine gute Glücksfee ist. Du darfst auf jeden Fall den Namen vorlesen. Also Philipp oder Dominik, mir egal. Philipp, Moderator. Ach so, ein Zufall. Nein, also. Und zwar ist der dritte Platz, hat das Alter von 31 Jahren bereits erreicht. Okay, das ist der größte Pokémon-Fan, den es gibt. 31. Ja. Also, Panzer Daniela. Daniela Panzer, bist du da? Du bist Daniela Panzer? Ich würde ganz dringend mit deiner Mutti mal reden. Der Name. Applaus, du müsst noch mal einmal den Sieger lächeln. Okay. Jawoll. Super. Vielen lieben Dank. Und die Karte hat sich verlinkt. Nein. Wenn das weiter so klingt, geht es. Schalala. Ist es eigentlich schön für dich, okay zu sein? Ich wollte noch fragen. Dominik kommt damit super klar. So. Der nächste junge Herr, leider kein Mädchen, sondern ein Junge, ist 11 Jahre alt. Oh, knapp. Der fällt da schon weg. Ja, ich bin tut mir leid, aber er hat eine sehr gute Schrift für sein Alter. Ja. Er kommt aus Ludwig. Ja, das waren auch gerade viele weg, ne? Ludwigsburg. Aus Ludwigsburg kommt, such dein Glück. Oh, wo wir doch bei der guten Schrift waren. Auch mit 7 Jahren darf man nicht. 7? So, denn es ist Fernando. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! So, Dominik, du. Alte Glücksfee. Los geht's, ein weiteres Mal. Wieder ein junger Mann, 12 Jahre alt. Kannst du was damit anfangen? Freust du dich ein bisschen? Ja! Super! Großer Pokémon-Fan. Ich liebe Pokémon. Wichtige Antwort, da gibt es direkt rein. Ich müsste direkt nochmal was geben. Ja, gibt es auch nochmal. Ich hab noch einen Gutschein. So. Dominik, vielen lieben Dank, dass du Glücksfee warst. Es war sehr schön mit dir. Ja, das war's. So, Kinder, pass auf, ich weiß, es ist hier der letzte Preis, und zwar diese wunderschöne Pokémon-Figur. Und weißt du, Philipp, weil wir nicht so sind bei Pokémon, lege ich einfach das Booster-Pack noch drauf. Booster-Pack plus Pokémon-Figur. Wer will das haben? Und ein Autogramm von Steffi. Jetzt auf einmal alle. Okay. Ich würde sagen, ihr macht das nochmal schnell allein, ich muss nicht mitnehmen.
Hey, was hey? Was soll ihr denn wirklich haben? Mao. Was soll ihr haben? Mao. Einen DS? Wir haben kein DS, wir haben nur DSi. Wegen, sorry. Ja, er hat auch nicht machen. Also was wollt ihr haben? Mao an! Okay, zufällig haben wir noch einen. Ja, zufälligerweise. Ich würde sagen, unsere Glücksfee ist schon so ausgeschöpft. Ich denke, wir müssen noch mal richtig motivieren. Was willst du denn haben? Wollt ihr einen Namen rufen? Dominik! 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 Oh, das ist ganz böse. Besser. Dominik, den darfst du jetzt aber selber vorlesen. Ich suche einen Nick. Gibt es da einen Nick bei euch? Ein Nick. Vielleicht kriegen wir das dahin, bevor wir jetzt hier unseren Gewinner für den DSi vorlesen, der natürlich da sein wird. Vielleicht kriegen wir nochmal einen dicken Applaus für alle Promoter, die heute so tatkräftig euch. Für die Techniker, für alle, die hier beim Aufbau mit dran teilgenommen haben. Hey, ich finde, wir sollten alle Namen einzeln nochmal aufrufen. Und wir sind ein großes Team. Ja, ja. Hier gibt es keine Buhrufe, es gibt nur Applaus. Wir wollten eigentlich noch ein paar Booster rausgeben, das sagt man jetzt einfach, oder? Oder? Dominik, holt sie auf die Bühne und darf auch noch mal ganz kurz. Und darf auch noch mal ganz kurz die Adresse abfragen. Perfekt. Passt alles. Herzlichen Glückwunsch, Conny. Ich habe das dann ja. Ja, sie haben den DSi gewonnen. Ja, oh mein Gott, das ist schön. Also, sie freuen mich wirklich. Kinder, hört her! Wenn ihr nicht aufhört zu drücken, nehme ich die Booster und stecke sie bei uns ins Auto. Also, aufhören zu drücken. Das war doch recht. Wir brauchen jetzt ganz den kleinen Kinder. So, wir werden... Genau, Dominik, verteilt noch unsere letzten Booster-Karten. Ich hab's nicht erwischt.